Die Palio-Villa besaß zwei Korridore, die die Hallen des Innenhofes mit dem Haupthaus verbanden. Neben der offensichtlichen Funktion als Verbindung zweier Raumbereiche dienten die Flure auch der Durchlüftung. Zu diesem Zweck war es wichtig, dass die schmalen Räume zwei Türen besaßen, um dem Luftzug bei Unwettern Einhalt gebieten und im Winter die Wärme des Hauses halten zu können. Stilistisch hatten Korridore die oft schwierige Aufgabe, die Dekoration zweier Raumbereiche möglichst harmonisch miteinander zu verbinden. Im Falle des westlichen Korridors könnte dies zum Beispiel das Fresko einer Gartenszene gewesen sein, die die ländlichen Motive der Säulenhalle mit der typisch städtischen Wandmalerei des Haupthauses verband. Tatsächlich stammt auch das hier verwendete und kompositorisch leicht abgewandelte Fresko aus einem Flur des Hauses der Venus in der Muschel in Pompeji.